Und Drobny macht jetzt dann alles richtig sicher. Bleibt beim 3:1 für seinen neuen Verein. Macht man sicherlich auch nicht so oft, dass Torhüter mit 39 in der Winterpause noch mal von einem Bundesligisten oder Erstligisten zum anderen wechseln. Drobny zeigt, geht sehr wohl. Der starke Rahmann, der mir gut gefällt, weil er sich gut bewegt, immer anspielbereit ist. Barkok, auch er mit Werbung in eigener Sache, mit einem akzeptablen Spiel. Hoffmann jetzt am Ball, der Innenverteidiger, zweimal gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Hinten sicher, ohne Probleme, aber das liegt auch eher an der Offensivschwäche der Berliner. Duxch. Nächster ganz guter Direktversuch, aber letztendlich kommt Rama nicht ran. Und Thomas Kraft hat den Ball. 37 Minuten von einer Reaktion der Berliner nichts. Aber auch absolut gar nichts zu sehen. Pekarik. Der war wohl aus.